Ein herzliches Willkommen. Heute geht es um Wilhelm Emanuel Freiherr von Ketteler. Er war römisch-katholischer Bischof von Mainz und Politiker der Deutschen Zentrumspartei. Von Ketteler ist der Gründer der katholischen Arbeitnehmerbewegung. Er spielte eine bedeutende Rolle in der sozialen und politischen Entwicklung Deutschlands und hatte und hat auch in der Gegenwart gesprochen, Strahlkraft auch darüber hinaus. Mein Gesprächspartner zu dieser spannenden Persönlichkeit ist Dekan Paul Matone, der sich eingehend mit Bischof von Ketteler beschäftigt hat. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit nehmen. Gern geschehen. Ja, was ist denn eigentlich der familiäre Hintergrund von Bischof Ketteler? Bischof Ketteler kam aus einer vornehmen Familie, ja. Freiherren von Ketteler. Ja. Und das macht es ja ganz vor allem spannend, dass er aus einer gehobenen gesellschaftlichen Schicht kam, Arbeiterbischof geworden ist und sich gerade für diese sozial Randständigen eingesetzt hat. Kam aus einer nobleren Familie, hat aber nicht unbedingt so eine friedliche Jugend und Kindheit gehabt. Und zwar lag das an ihm. Er war also ein extremer Wildfang. Ja. Und deshalb hat er ja auch eine Bedeutung für das Oberwallis. Die Eltern wollten ihn loswerden. So schlimm war das? Es war also extrem schlimm. Ja. Er war aufbrausend, er konnte zornig werden. Ja. Und wenn er dann zornig war, dann hat er sich auf den Boden sogar geworfen. Und hat dann aber auch auf der anderen Seite gemerkt, dass er zornig ist. Er hat seine Schwächen eingesehen, immer wieder selber an sich gearbeitet. Aber er hat das immer vergessen. Und er konnte so zornig werden, hat man einen Mitschüler von ihm geschrieben, dass er im Zorn sogar ein Stück Glas aus einem Trinkglas gebissen hat. Das ist ein richtiger Jähzorn. Ja, war also ganz extrem jähzornig. Dann war er auch noch faul. Er war sicher sehr intelligent, das kam dann nachher schon noch zum Tragen, aber er war faul. Ja. Und die Eltern wussten nicht, was man mit ihm machen soll. Er hatte zuerst einen Privatlehrer und er hat auch aufgegeben. Ja. Und dann hat man gesagt, jetzt müssen wir den in eine strenge Schule schicken. Ja. Und dann kam er eben nach Brieg ins Kollegium. So kam er nach Brieg ins Oberwallis. Wir machen diese Aufnahme ja in Raren im Oberwallis, nicht weit von hier entfernt. Und so erklärt sich das. Ja? Wie kommt jemand vom großen Kanton von Deutschland hierher nach Brieg? Das hat auch andere adelige, vornehme Leute aus Westfalen gegeben, die hier in Brieg schon studiert haben zu seiner Zeit. Ja. Von dem her war das eigentlich naheliegend, dass er auch hierher kommt. Praktisch schon eine Art Tradition, dass man sagt, jawohl, andere sind den Weg gegangen. Ja, kann man so sagen. Und die haben sich gut gemacht. Die Kollegin war ja von Jesuiten geführt damals. Eben, ja. Die waren bekannt als gute, auch strenge Lehrer. Mhm. Gebildet. Gebildet. Ja. Und er hat das gebraucht. Er brauchte eine, man hat es auch geschrieben, also eine männliche Erziehung, also Zucht und Ordnung. Und das war natürlich in den Jesuitengymnasien so gegeben. Die hatten, die mussten um 5:30 Uhr morgens aufstehen, hatten die Studium und Gottesdienste, es war sehr, sehr streng. Ja. Und er war ein schlechter Schüler. Ja. Und zwar nicht, weil er dumm gewesen wäre, er war einfach faul. Ja. Er hatte ein paar Gebiete, also Fächer, die er sehr schätzte, Syntax, Rhetorik, das gefiel ihm, aber es gab Fächer, die er gar nicht mochte, unter anderem Religion. Das ist eigentlich nicht zu fassen, wie er so ganz anders war wie später. Ja, er war ganz anders von der Herkunft her, also wurde Arbeiterbischof, obwohl er aus einer familiären, hochadeligen Familie kam. Ja. Er wurde Bischof, obwohl er zuerst mit der Religion überhaupt nichts am Hut hatte. Er hatte selbst gesagt, es schien ihm unmöglich, dass er bekehrt werden könnte zum Glauben. Das war für ihn so ein Wunder selber. Er hat zwar nie von einem Berufungserlebnis gesprochen, aber es war für ihn war das schon ein massiver Eingriff, politisch bedingt, muss man sagen. Ja. Er ist
musste das Kollegium verlassen, weil sein Vater wollte, dass er das Abitur in Deutschland mache. Und dann hat er das gemacht, hat es geschafft und so. Dann kam für ihn die Frage, was jetzt? Und dann hat er sich für die Juristerei entschieden, hat dann Jus studiert in Göttingen und hat dann auch einige Jahre beim Staat gearbeitet, als Jurist. Und dann kam da der Kirchenkampf in Deutschland. Ja. Und er war ja praktisch preußischer Beamter. Also dieser Konflikt, ne? Der Konflikt, der aus Preußen massiv auf die katholische Kirche kam, und er war gebürtiger Katholik und Beamter von diesem Staat. Ja, ja, aber er war Beamter und er musste einfach diese Stelle haben, und der Glaube spielte da keine Rolle. Spielte keine Rolle. Und also bei ihm. Ja. Und das kam erst durch diese Kirchenverfolgung, die in Preußen durchgeführt wurde. Und zwar ging es, man kann heute fast darüber schmunzeln, es ging darum, dass der Staat gesagt hat, man darf, die Kirche darf nicht verlangen, die katholische Kirche, dass bei einer Mischehe die Kinder katholisch erzogen werden müssen. Das hat der Staat verlangt, und der Bischof von Köln damals hat da interveniert und protestiert, das gehe nicht, das widerspreche dem katholischen Kirchenrecht. Und dann hat der Staat ihn verhaftet. Ja. Also muss man sich vorstellen, wenn heute der Staat einen Kardinal verhaftet, nur wenn es um Mischeheprobleme geht, das kann man sich fast nicht vorstellen. Ja. Und das hat dann beim von Ketteler so einen Klick gegeben. Ja. Also das Gefühl, da geschieht Unrecht, oder? Ja. Er war der Meinung, das ist die Gewissensentscheidung, muss man respektieren. Mhm. Er hatte schon von Anfang an, vielleicht auch aus seiner eigenen Erfahrung heraus, sein Feeling für Gerechtigkeit und so, hat er dann gesagt, man kann nicht Gott und dem Mammon dienen, also nicht Gott und dem Staat. Ja. Der Staat ist untergeordnet unter Gott, und er kann nicht, er darf nicht Gesetze erlassen, die den Gesetzen Gottes widersprechen. Ja. Und da hat er ja die gleiche Lehre vertreten wie damals der Bischof von Köln. Genau. Und deshalb hat er sich vor seinem Gewissen verpflichtet gefühlt, den Staatsdienst aufzugeben. Genau. Und dieser Kampf wurde ja noch intensiver Kulturkampf genannt, sogenannte Brotkorb-Erlass, Jesuitenverbot, Zivilehe und, es wurde immer mehr obendrauf gepackt. Das muss man ja auch noch sagen. Natürlich, und dann konnte er nicht mehr anders. Ja. Und dann stand er auf der Straße, man könnte heute sagen, er hatte eine Lebenskrise, er wusste nicht, was soll ich jetzt? Im Staat will ich nicht, das geht nicht, und der Glaube ist doch irgendwo familiär auch bedingt, auch durch das Studium in Brieg hat er mal geschrieben, das sei sein Glaube schon auch etwas gefordert und gefördert worden, obwohl er dann nachher Jus studiert hat, und da noch eine kleine Szene, da hat er dann, war in einer schlagenden Verbindung. Genau. Und beim ersten Fechtduell wurde ihm die Nasenspitze abgeschlagen. Ja. Man hat dann die probiert anzunähen, und das funktionierte dann nicht, die wuchs nicht mehr zusammen, und dann hat er sich im Zorn mal ganz weggerissen, dieses Stück, und ist ihm geblieben. So. Das muss ein ungeheuer jähzorniger Mensch gewesen sein. Und wenn man von Bekehrungen reden will, glaube ich, kann man das bei ihm sagen. Er kam wirklich von einem jähzornigen Menschen, adeligen Menschen, hat er sich dann doch vor seinem Gewissen gegen den Staat entschieden und für Gott. Und es stand dann auf der Straße, wusste nicht, ging nach München, er traf dort Adolf Kolpin, der Sozialapostel, der da die Gesellenvereine dann gegründet hat, die es ja heute noch gibt, und auch den Kardinal von München hat er, Reischach, und durch diese hat er dann zum Glauben gefunden und hat sich dann entschieden, ich studiere jetzt Priester. Ja. Das ist ein Priesterseminar. Es ist interessant, aus dieser Zeit wird es nie berichtet, dass er auch so jähzornig noch gewesen wäre. Wahrscheinlich hat er sich sehr kontrolliert, nämlich auch in der ganzen Geschichte nachher sehr ein kontrollierter Mensch. Ja. Ist dann Priester geworden und kam in ein Bauerndorf. Also musste unten anfangen, als Kaplan und so, aber hat dann schon damals den Kontakt zu den Leuten gesucht. Mhm. Ist auch zu den Leuten hingegangen, hat für sie gesorgt, hat Institutionen errichtet, um die Armen zu unterstützen, hat
Bettelaktionen gestartet, hatte auch ein Geld gesammelt, um ein Spital zu bauen in seiner Frei für die Armen. Und das hat er dann zustande gebracht, aber als das Eingeweihte wurde, war er schon wieder in der nächsten Station. Und dort wird eine Anekdote erzählt, er sei über die Felder gelaufen, hat gerne die Bauernfamilien besucht, hätte dann auf der Straße ein weinendes Kind angetroffen, gefragt, was hast du denn? Und so, ja, es hätte Hunger, es sei betteln gegangen, es sei von allen abgewiesen worden. Und dann hat er gesagt, jetzt gehe ich mal zu dieser Familie, die das Kind abgewiesen hat. Und die haben natürlich große Freude gehabt. Der Pfarrer kommt und kommen sie rein und haben ihm das Beste vom Besten angeboten. Und dann hat er sie ziemlich ermahnt. Ihr habt mir die Türen geöffnet, weil ich Priester bin, weil ich Freiherr bin und so. Und das arme Mädchen habt ihr vorher zurückgewiesen, ja. Nur weil ich jemand bin. Das geht nicht, weil in jedem Armen lädt, kommt Jesus Christus zu euch. Ja. Und die ganze Soziallehre, die er sich da entwickelt hat oder die er entwickelt hat, beruht eigentlich auf dem Grundsatz. In jedem Armen begegnet uns Jesus Christus. Ja. Und das ist seine Maxime gewesen. Und dadurch hat er sich natürlich auch von Marx und Engels entschieden, die damals im Kommen waren. Absolut, diese konsequente, treue Ausrichtung auf das Evangelium, auf die Armen, das ist schon sehr, sehr bemerkenswert. Ja, das hat, und ja. Darum hat er, kann man ihn ja als sozialen Apostel bezeichnen, weil das hat ja nachher auch die ganze Kirche übernommen. Ja. Leo der 13., Leo der, der 11., in, Leo der 13., mhm. in der Enzyklika Rerum Novarum, das ist ja die erste soziale Enzyklika, wo die Kirche wirklich gemerkt hat, ja, wir müssen etwas für diese armen Leute tun. Ja. Vielleicht muss man auch ehrlicher sagen, ehrlicherweise sagen, aus Angst vor dem Kommunismus und dem Marxismus, ja, dem man jetzt da etwas entgegensetzen wollte. Und kann man sogar sagen, von beiden Seiten ist es sozusagen eine Alternative, ein dritter Weg zwischen diesem massiven Marxismus und auch dem extremen Wirtschaftsliberalismus, der ja auch arme Menschen erzeugt hat, ja, ist dadurch ein dritter Weg gegangen, aufgebaut auf dem Evangelium. Ja, das ist ja so, dass die Industrialisierung hat eingesetzt, man hat alle Leute in die Städte gezogen, die Bauern haben ihre Felder verlassen, kamen in die Fabriken, um zu arbeiten, um etwas zu verdienen. Das hat dazu geführt, dass das Land verelendet ist, die Felder wurden nicht mehr bestellt, die Leute in den Städten verarmten, weil es zu viele Leute plötzlich in den Städten hatte. Und dann fand natürlich Marx mit seinen Ideen schon ein fruchtbares Feld. Und im Gegensatz zu Marx war dann von Kettler und auch dann Leo, Papst Leo, gegen die Aufhebung des Privateigentums. Mhm. Er hat dann gesagt, wir müssen allen zu einem gerechten Privateigentum verhelfen, wir müssen Gewerkschaften bilden, wir müssen die Arbeiter am Gewinn mitbeteiligen. Also ganz moderne Ideen hat da Kettler schon gehabt. Ja. Das fasziniert mich an von Kettler auch so. Es wurde ja vor Kettler immer der Kirche vorgeworfen, ja, ihr tut ja nur die Wunden pflegen, tut da Balsam drauf, ihr deckt das Elend nur zu. Nein, er hat massiv gegen Kinderarbeit zum Beispiel sich eingesetzt. Und das ist das Neue. Das ist ein großes Verdienst, dass er eben nicht gesagt hat, ihr müsst das gut ergeben tragen. Genau. Das ist der Wille Gottes, die Hierarchien, die Stände im Staat, das ist Gottes Wille. Und ihr seid halt eben nur gewöhnliche Arbeiter, das ist, Gott will das so, das muss man ertragen. Euer Lohn im Himmel wird groß sein, wenn ihr hier leidet. Da kann natürlich Kettler sagen, das geht nicht, das geht nicht. Das ist in jedem Menschen begegnet uns Jesus Christus. Deshalb müssen wir denen Rechte zusprechen. Ja. Und eben auch, was mich erstaunt, Gewerkschaften fordert er. Eben. Und Gewinnbeteiligung der Arbeit. Ja. Das ist also wie modern. Ja. Wie modern. Ja. Ist es seine Geradlinigkeit, seiner Entschlossenheit zu verdanken, dass er doch sehr schnell in der Kirche Karriere gemacht hat. Er hat ja später studiert und war einige Jahre dann nach seiner Priesterweihe tätig als Priester und dann wurde er relativ jung Bischof. Ja, dem geht voraus, dass er in die Politik eingestiegen ist. Als Priester damals konnte man das noch. Er wurde dann in den ersten Bundestag gewählt, der dann der Freiburger in der Paulskirche gewesen ist. Ja. Da ging er zu den Linken.
weil er gesagt hat, die Linken sind die Extremsten in Bezug auf die Abschaffung der Armut, in Bezug auf die Gerechtigkeit für die Arbeiter. Mhm. War er bei den Linken oder hielt er es 3 Stunden aus? Über 3 Stunden? 3 Stunden, da hat er gesagt, nein, das geht nicht. Dieser Radikalismus ging dann ihm zu weit. Ja. Auch die Bekämpfung der Kirche ging ihm zu weit. Dann ist er in die Mitte, also in der Partei der Mitte. Ja. Das kommt übrigens ja auch von dort. Die Parteien waren ja so in der Paulskirche eingeteilt. Links eben die Linken, in der Mitte die Mitte, ja, und rechts die Rechten. Das ist von dem gekommen, ist dann zur Mitte. War aber ein Hitlerbanker, mhm, hat nie groß von sich reden gemacht, außer beim Schulgesetz hat er mal interveniert. Und seine Stunde kam dann beim Arbeiteraufstand, wo man auf Arbeiter geschossen hat in Frankfurt. Und dort war er zufälligerweise am richtigen Ort und zur richtigen Stunde. Und hat dort die Arbeiter, die da tödlich getroffen wurden, noch die Krankensalbe, die Sterbesakramente gespendet. Und da ist man auf ihn aufmerksam geworden. Und man hat ihn dann gefragt, ob er bei der Beerdigung dieser Männer die Predigt halte. Ja. Und das hat er gemacht und seither hat man von ihm geredet. Und seitdem wusste man, kannte man den Namen. Er hat dann gesagt, ja klar, wer sind die Mörder dieser Männer? Das sind diejenigen, die geschossen haben, aber schlimmer sind die, die dafür gesorgt haben, dass die Situation so eskaliert. Das sind eigentlich die Mörder, die nicht für die Gerechtigkeit gesorgt haben. Das war natürlich ein Aufschrei des Entsetzens bei den Politikern. Dann ist man auf ihn aufmerksam geworden. Es gab dann Arbeiterversammlungen mit mehreren 10.000 Leuten, wo er geredet hat. Und dann fing die Karriere dann an. Er wurde dann Propst der Hedwigskathedrale in Berlin oder der Hedwigskirche. Damals war das noch kein Bistum, das Berlin. Aber kurz darauf starb dann der Bischof von Mainz. Erzbischof von Mainz, muss man lange warten, wen nimmt man jetzt da? Und er wurde dann zum Erzbischof gewählt von Papst Pius IX. Und Kettler hat sich gesträubt. Er wollte nicht Bischof werden, er wollte auch nicht mehr Politiker sein, er wollte Pfarrer sein. Und er hat 3-mal abgelehnt, bis Papst Pius IX. Ihn dann quasi überredet hat oder man kann ihm auch sagen, gezwungen hat, mit sanfter Gewalt. Ja. Und dann ist der Bischof von Mainz geworden und hat natürlich dort alle Möglichkeiten gehabt, sich für die Arbeiter einzusetzen. Hat dann auch Priesterseminar gegründet und gesagt, wenn wir etwas ändern wollen in der Kirche, müssen wir den Klerus ändern. Dass sie gut ausgebildet sind und dass sie auch eine Soziallehre vertreten, in deren Mittelpunkt die Armen sind, die ausgegrenzt sind. Das, was Papst Franziskus heute immer erzählt, hat Kettler schon lange vorher gemacht. Ja. Hat dann auch Orden gegründet, die sich um die Armen gekümmert hat. Also hat sehr, sehr sozial als Erzbischof gewirkt, hat auch Schreiben herausgegeben, wo er sehr um die soziale Sache sich bemüht hat und so. Ja. Aber auf der anderen Seite muss man sagen, er war dann sehr, sehr kirchenkritisch auch. Ja. Papst Pius IX. War ja auch derjenige, der die Unfehlbarkeit des Papstes dogmatisiert hatte. Er war, von Kettler war auf dem Ersten Vatikanischen Konzil dabei und hat sich gegen diese Dogmatisierung ausgesprochen. Ja. War dann aber in der Minderheit, hat dann das Konzil mit anderen Bischöfen vor dem Abschluss verlassen. Um nicht nein stimmen zu müssen, weil diese Dogmen sollten möglichst einheitlich bestimmt werden, kam dann nach Mainz zurück, hat dann aber, als man das Dogma verkündet hat, sich dem Papst unterworfen. Ja. Aber war nicht, gar nicht begeistert. Nicht aus dem innersten Herzen hat er begeistert. Hat sich eingefügt dann, ne? Kann man sagen. Ja, hat sich gebeugt. Ja. Weil Papst Pius IX. War sehr brutal mit seinen Gegnern. Dann war jetzt... Also es gibt da ganze Geschichten, aber das gehört jetzt nicht hier. Aber man muss sagen, Kettler war ein weitsichtiger Mensch, der der Zeit voraus war. Das ist ein ganz interessantes, wichtiges Kapitel auch. Er hat sich ja für Bildung und Erziehung eingesetzt, für die Priesterausbildung, aber auch allgemein. Ja, war er auch da seiner Zeit voraus, dass er gerade diese Dinge auch mitbedacht hat.
Bildung und Erziehung. Ja, es war natürlich, er war von Adolf Kolbing natürlich beeinflusst, der kannte ja von München, wie gesagt, und dann ging er auch in diese Richtung. Wir müssen die Arbeiter nicht ausnutzen. Wir müssen ihnen auch die Möglichkeit bieten zur Erholung, Rechte, sonst geht es nicht. Das ist nicht, ist wie eine Kuh, die man nicht nur melken kann. Absolut, ja. Das ist ja. Und er hat das, muss ich noch sagen, ich habe das ein Zitat gefunden, ja. Wenn ich sage, er sei der Zeit voraus. Niedergang des Ostens mit diesen sozialistischen Staaten, das hat er schon vorausgesehen. Ja. Also bevor sie eigentlich entstanden sind. Muss ich mal vorstellen. Ja, hat der Niedergang der kommunistischen Staaten im Ostblock, das hätte man bei ihm nachlesen können. Er schreibt nämlich, wenn nun aber auch alle Fantasien Wahrheit würden und alles gefüttert würde im allgemeinen Arbeiterstaat, so möchte ich doch lieber in Frieden die Kartoffeln essen, die ich baue, und mit dem Pelz der Tiere mich kleiden, die ich pflege, und damit Frieden haben, als in der Sklaverei des Arbeiterstaates leben und fett gefüttert zu werden. Also mich fasziniert der Inhalt, aber auch die Ausdrucksweise, wie er das bringt. Also als Prediger, als Rhetoriker ist Ketteler auch, von Ketteler auch nochmal eine besondere Begabung, eine besondere Persönlichkeit. Also Rhetorik war schon dem Kollegen in Brieg eines seiner Fächer, das ihm gelegen ist. Und er war, wurde nur von einem überholt, das war Peter Roh, Pater Peter Roh, ein Jesuiter, wurde dann ein ganz bekannter Volksmissionar. Aber wie gesagt, Ketteler war intelligent, aber es gab Fächer, die haben ihn nicht interessiert. Und dann hat er auch nichts gemacht. Und dann war er einfach faul. Und, aber er hat das schreibt eben, das könnte man heute schreiben. Absolut. Ja, das ist genau das, was er sagt. Der Arbeiterstaat, die füttern mich, aber die nehmen mir die Freiheit. Ja. Und das auf Dauer geht das nicht. Ja. Und dann hat er sich eben für die Soziallehre dann eingesetzt. Die Arbeiter eben von den Feldern wegnehmen und in die Städte. Und die arbeiten dort in einem Milieu, das sie nicht gewohnt sind. Die Städte verslammen. Ja. Die Arbeiter haben keine Rechte. Und das muss früher oder später zum Aufstand kommen. Wir haben ja das im Ostblock auch gesehen. Ja. Wie war sein Verhältnis und seine Begegnung mit anderen historischen Persönlichkeiten? Sie hatten schon den Heiligen Vater, den Papst, erwähnt gehabt. Zum Beispiel Bismarck, das muss doch wirklich eine, da muss es ja geknallt haben, da muss es ja gefunkt haben in Auseinandersetzungen. Bismarck, der ja auch Adliger war, auch übrigens schlagender Verbindungsstudent, auch Chorstudent, aber von der ganz anderen Seite, mehr von der pietistischen Seite kam und gab es da ganz viele Auseinandersetzungen? Kann ich nicht sagen. Ja? Das weiß ich nicht, aber Bismarck war schon staatserhaltend. Ihm ging es schon nicht um die Arbeiter. Ja. Er suchte den Staat zu retten, wenn man so will. Ja. Er suchte Krieg und das war natürlich für von Ketteler nie eine Idee, nie eine Alternative, Krieg zu führen. Ja. Weil auch dort, wer wird da geschlachtet? Das einfache Volk. Ja. Und die Kirche denkt ja supranational über die Staaten hinaus. Das ist leider nicht immer. Aber sollte sie, ne? Vom geht in alle Welt, ne? Der Leib Christi ist weltumspannend. Und das ist ja auch wichtig zu bedenken. Sollte ist nicht immer so. Das ist leider nicht immer so. Ja. Auch heute haben wir das in der Ukraine oder in Russland, ist ja genau das. Ja. Also die Geschichte wiederholt sich. Ja. Und es gab immer starke Persönlichkeiten, aber andere auch, die schauen, dass sie weiterkommen. Ja. Und das ist das Verdienst von Ketteler. Ihm ging es nicht um ihn selber. Er hätte er hatte seine Stelle in Mainz, er hatte Geld, er war reich. Ja. Er hat dann in seinem Testament geschrieben, er hinterlasse nur das Geld, das er in seinem Schreibtisch habe, alles andere hätte er vergeben. Ja. Und er ist arm geworden, um den Menschen zu helfen. Ja. Wurde dann eben sozusagen geehrt, vor allem, dass Papst Leo in seiner Enzyklikarriere Novarum sich auf ihn bezogen hat. Auch Johannes Paul II. Hat eine Arbeiterenzyklika geschrieben, hat auch Bezug genommen auf Ketteler. Auch Papst Benedikt hat Bezug genommen auf Ketteler. In der Kirche ist er. Ohne Ketteler wären wir in der Soziallehre der Kirche nicht dort, wo wir heute sind. Ja. Um sie auch zu verstehen, die Soziallehre, muss man ihn kennen und auch wissen, wo sind die Wurzeln, was hat er gewollt. Ja, dass eben die Arbeiter, die waren ihm
in Hand liegen. Und das kam von seiner Erfahrung her in diesem Aufstand, wo er eben noch Abgeordneter war, dass die Leute sich erhoben haben und ihre Rechte forderten. Ja. Und dann eben, wie ich gesagt habe, es war schon die ständige Angst im Nacken. Ja. Marx und Engels, die kamen ja in dieser Zeit, die rauben uns die Leute, die rauben die Seele der Menschen. Ja. Und da können wir nicht zuschauen. Wie. Ja. Dann haben vielleicht andere gesagt, wir beten. Mhm. Und Kettel war da ganz anders. Wir müssen die Hände öffnen, um denen zu helfen. Ja. Also ich kann, niemand kann mit hungrigem Bauch fromm sein. Absolut. Das ist das ist, glaube ich, das, was er erkannt hat. Ja. Das wäre auch meine vorletzte Frage gewesen. Warum lohnt es sich, heute mit Bischof von Ketteler zu beschäftigen? Wir haben so viele Dinge genannt. Er ist so aktuell. Und wie ich im Eingang gesagt habe, nicht nur er war aktuell, er ist aktuell. Nicht nur in einer bestimmten Region und nicht nur in bestimmten Konfessionen, sondern seine Ausstrahlungskraft ist sehr, sehr groß. Ja, und, ja. Und ich glaube, er wird immer größer. Ja. Weil die Lage der Arbeiter wird ja nicht besser. Die Politisierung der Kirche, die Politisierung wird auch nicht besser, wenn wir eben von Russland reden, wie da der Patriarch Kirill sich da benimmt, da würde wahrscheinlich Ketteler einen Handstand machen vor Ärger. Ja. Aber es lohnt sich noch, ihn zu lesen. Also Kardinal Marx von München, er heißt ja auch Marx. Ja, das ist aber anderer, nur um es zu sagen. Der hat eben zum 100. Todestag von Ketteler ein Buch geschrieben, Büchlein. Das ist wirklich lesenswert. Und das wäre auch eine Empfehlung, wenn jemand fragt, was kann ich denn tun, wie mich weiter beschäftigen? Ich bin jetzt interessiert an von Ketteler. Das wäre wirklich eine Empfehlung. Das ist die neueste Publikation zu diesem Thema. Ist auch einfach geschrieben, man kann es gut lesen. Wirklich sehr zu empfehlen. Ist im Herder Verlag erschienen. Ja. Ich werde es noch unter das Video verlinken. Herr Dekan, ich sage ganz herzlichen Dank für diesen spannenden Einblick. Und ja, von Ketteler wird uns weiter beschäftigen, in positiver Weise. Wir können so viel von ihm profitieren, ob jetzt natürlich katholisch, aber auch reformiert oder überhaupt. Es ist viel von ihm zu lernen. Ja, wir haben ja, wie Robert Walliser, können uns ja stolz, wir können stolz darauf sein, dass er hier in Brieg studiert hat. Es gibt ja in Brieg die Kettelerstraße, eben, ne? Die an ihn erinnert, und auch der Philosophiepreis, also ein Preis für die beste Matura in Philosophie, ist der Kettelerpreis. Da eben das Kollegium erinnert man sich schon an ihn. Ja, vielen Dank.